Servus Freunde, einmal noch kurz vorm Video die Info. Ich habe im Video auch bereits gesagt, schaut auf jeden Fall bei Rarimi vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, mein Pinkslips-Gegner in diesem Video. Allerdings möchte ich euch wirklich auch bitten, dass wir da mal so eine kleine Aktion starten. Vielleicht schaffen wir auf sein Video, er macht das Rückspiel und glaubt mir, das war nochmal eine ganz andere Nummer als das Spiel hier. Das war auf jeden Fall richtig heftig spannend. Das heißt, es lohnt sich definitiv da vorbeizuschauen. Da solltet ihr auf jeden Fall irgendwie mal ein bisschen was packen. Vielleicht schaffen wir da so 150, 200 Likes. Meint ihr, da kriegen wir das hin? Und eventuell bringen wir ihn so auf 250, 300 Abonnenten. Das wäre auch ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, was ihr da bewegen könnt. Schaut auf jeden Fall vorbei, hat sich's verdient. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem Pinkslip. Heute mal ein besonderes Video, kennt ihr normalerweise so nicht von mir, aber es geht gegen einen besonderen Kollegen und zwar den Wary Me. Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Das Rückspiel gibt es auf seinem Kanal, das sind 150 Euro Pinkslips, was ich im 24-Stunden-Livestream mehr oder weniger abgemacht habe. Und ich bin sehr gespannt, wie das heute laufen wird. Wir spielen selbstverständlich wieder mit meinem Berlander-Team. Hier haben wir schon den Kollegen mit seinem Notts County-Wappen. Hier seht ihr nochmal das Team, vorm schönen Vollende mit der Stegen, Balotelli, Belanda und Mustafi, dynamisch beziehungsweise One-to-Watch. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Lasst ein Like aufs Video da, wenn es euch gefällt. Wenn ihr eventuell mehr Pinkslips sehen wollt, Videobeschreibung auschecken für natürlich günstige Coins von IG Vault. Mein Merchandise, 6% Rabattung bei IG Vault mit dem Codemarkt Gaming TV. Mein Merchandise bei 3D Supply und natürlich meine Social Media Links. Ich lade ihn mal ein und wir sehen uns gleich wieder. So, das haben wir schon und wir spielen gegen ein Team, das nicht gerade durch Chemie glänzt, wie wir schon sehen können. Alexandru Maxim dazu, Nastasic, wir haben in der Innenverteidigung einen Argentiner, von dem ich den Namen gerade nicht habe, im Tor Diego Lopez. Aber wir wissen alle, Chemie muss nicht zwingend was bedeuten. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal das Rückspiel an und schaut da vorbei. Und Link dazu ist in der Videobeschreibung. Auf geht's! Und da ist das 1-0, Mario Balotelli mit dem linken Strahl, das habe ich gar nicht so erwartet. Wollte eigentlich dann mit dem rechten Außenriss abziehen. Aber gut, von mir aus auch so. Das habe ich wirklich nie erwartet. Eigentlich schwacher linker Fuß, aber das war natürlich eine ordentliche Granate. Schlägt ein, Diego Lopez kommt nicht mehr ran. Und wir führen früh. Nächste Gelegenheit vielleicht über Berlanda. Wieder ein Distanzschuss. Wieder, ja, diesmal der Pfosten. Wieder gefährlich war es auf jeden Fall. Ich wollte sagen, wieder drin. Der sah schon sehr, sehr gut aus. Aber leider Gottes nicht das 2-0. Wir hatten gerade einmal, den Kollegen direkt in der Offensive mit Julian Brandt nach dem Gegentor, aber da war keine gefährlichere Chance, die bei rumgekommen ist, weil der Schuss sehr lasch war. Ja, ich muss mich noch ein bisschen hier reinfuchsen in die Partie. Jetzt vielleicht die Gelegenheit über André Schürrle, da ist Mustafi an ihm dran und dann ist Ter Stegen da, auf den ich mich ausnahmsweise immer verlassen kann, weil der Abschluss nicht zu zentral oder nicht zu platziert war, sondern sehr zentral. Schön von Lukas Piszczek. Oh, der macht das richtig gut. Ball im Rückraum, Krychowiak, Balotelli, 2-0, das ist viel zu einfach, das ist richtig easy und das gefällt mir sehr, sehr gut. Balotelli mit seinem Doppelpack, das war gut gemacht von Piszczek aus und dann in den Rückraum, nochmal quergelegt und Ballo ist eiskalt. So kennen wir ihn. Ja, den Pass hätte ich nicht spielen sollen, der hätte ich selber abziehen sollen. Der Pass sollte aber auch schon einen Schritt früher kommen, sonst wäre das ein richtig schön raus kombiniertes Tor gewesen. Jetzt Mustafi. Ah, nochmal zurück und da ist wieder Belhanda und der Fallrückzieher von Krychowiak, aber der war ein bisschen sehr ambitioniert. Oh, richtig gut gespielt, raus auf Lukas und jetzt die Flanke auf Balotelli, der kommt nicht ran, Piszczek, schade. Das ist kein Foul, obwohl sich Balotelli selbstverständlich mal wieder verletzt hat, was ich natürlich alles andere als schön finde. Aber man muss die Spieler jetzt nicht mehr zwingend auswechseln. Das ist Teil des Updates von EA, was ich sehr, sehr gut finde. Und jetzt haben wir hier eine Chance für Schürrle wieder, aber Ben Davies ist theoretisch da. Ah, lässt sich da mal ein bisschen vernaschen, aber dann geht er gut dazwischen. Lukas mit der Balleroberung. Lukas auf Balotelli. Balotelli im 16er, die Latte rettet. Nochmal Balotelli. Ja, schade. Ah, das 3-0 fehlt mir noch. Halbzeit-Stats, gerade Ballbesitz recht eindeutig, aber wir müssen noch weitermachen. Noch ist das nicht komplett herrlich, da fehlt noch ein bisschen was. Oh, jetzt die vielleicht, oh, da wollte er nochmal rüberlegen, das war die falsche Entscheidung in der Situation. Hätte er geschossen, wäre es wahrscheinlich die Bude gewesen und jetzt haben wir hier die Kontergelegenheit über Buffal, der sollte schneller sein als Brooks. Ja, ist er auch, setzt sich da jetzt durch, schöner McGeady-Spin, Buffal, 3-0, herrlich. Schönes Tor auf jeden Fall. Ja, da hätte er mal die Bude machen sollen. Das Ding passt natürlich auch genau in Winkel. Sofian Buffal. Herrlich.
Krychowiak an Pfosten mit links. Piszczek ist da, 4:0. Ja, The Krejci mal wieder mit einer Torvorlage und Piszczek, man kennt's aus dem 24-Stunden-Livestream, der Goalgetter vom Dienstagrecken. Oh, Marco van Basten, Consolation Goal, 67. Minute, das 4:1. Ja, das hätte man verteidigen können, aber naja. Ben Yedder ist natürlich schnell, Ball auf Belhanda und er macht den eiskalt rein. Deswegen liebe ich den so, Younes Belhanda mit dem 5:1. Das war gut gemacht von Ben Yedder, die für Balotelli eingewechselt hat, der ja verletzt war bzw. angeschlagen. Wollten nicht, dass er nächstes Spiel noch mit Fitness zu kämpfen hat. Legt da schön quer und Belhanda, ja, der zeigt seine Torjägerqualitäten. Und da ist das 6:1. Wissam Ben Yedder diesmal feister Weakfoot, so kannst du den ausnutzen. Ja, wir machen es wieder deutlicher. Nochmal von Basten, 6:2, wieder schlecht verteidigt. Weiß nicht, was da mit mir los ist in der Situation, aber gut. Oh, wieder Ben Yedder, Lattenkreuz. Ja, wäre aber zu krass gewesen, hätte der direkt nochmal gestochen. Krychowiak, jetzt macht er aber sein Tor. Gerade eben hat er kläglich versagt und jetzt ist The Krejci wieder da. Und macht den Lob unser Capitano. Vorlage und Tor. Herrliches Spiel für ihn. Und dann ist hier auch Feierabend. Wir gewinnen mit 7:2 diese Partie gegen Wary Me. Schaut auf jeden Fall das Rückspiel auf seinem Kanal an. Ich würde mich freuen, wenn er da vorbeischaut. Ist ein ganz sympathischer Typ. Auf jeden Fall hat mir ein bisschen seine Videos angeguckt mit seiner Freundin, die er da zusammen macht. Scheint ganz fresh zu sein. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Lasst ihm einen lieben Kommentar da und vor allem auch eine Bewertung auf seine Videos. Für YouTuber ist immer wichtig, gerade wenn sie klein sind, ein bisschen Support zu haben. Ihr kennt das eventuell noch, wer meinen alten Kanal, meinen ganz alten Kanal verfolgt hat, der weiß, dass ich damals von Canton Arita gepusht wurde. Das war sehr, sehr wichtig für mich und hat mir sehr viel bedeutet. Und dementsprechend lasst ihm auf jeden Fall mal ein Dankeschön da für diese Gelegenheit hier und auch für dieses Spielchen. Hat Spaß gemacht und ich verabschiede mich dann von diesem Video. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.